So, nice. Ja. Let's go. Erstmal alles leiser machen. Erstmal, das ist. Ah, Musik leise. Deutsch, ja. Dann machen wir alles auf Deutsch. Das passt. Ja, mal gucken, ob die Lautstärke passt. Ja, mal schauen. Wir starten. Yes. Manning Außenposten. Mond von Dektra. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sternendock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja. Und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Hm, auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Vahun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dustys schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Nun. Erstmal ein bisschen leiser stellen, das ist ja absolut laut, das ist ja unglaublich. So. Warte mal, apropos Anzeige an Fenster ohne Bild. Ja, da man die Bilderflüsse an 50%. 100% natürlich hier. Was ist denn hier los? Ja. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ja, ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So einen Auftrag in den United Colonies
Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer! Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, ja, schon gut. Wie ist unser Motto, Dustys? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Lauf! Mehr Tempo! Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl! Wie geht's hier noch weiter? Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Jo. Entspannt machen wir das. Ganz entspannt. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Bezweifle ich mal, aber ja. Ich bin beschäftigt. Nerv jemand anderen. Ich bin doch nur vorbeigelaufen. Lass mich doch. Aus 1 und 2. Alles klar. Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Die sind soweit. Komm wieder zurück. Hey, Mr. Neumann-Klug, kann ich dich erschießen? Den Savepoint? Verdammt. Bin jetzt so gerne erschießen. Ich froh, wenn wir hier weg sind. Du kommst mit mir. Jo. Kann ich die Waffe weglegen? Weiter. Well, hallo. Ah, die Scanner melden einen sauberen Bruch. Schalte ab. Nice. Los geht's. Hella, die Werte. Ja, was das angeht. Problem? Nur wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Ist nur ein Job. Wir sind nah dran. Glaube ich. Es ist alles einfach... Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Ich weiß ja nicht, also. Nun gut, wir wissen ja eh schon, dass es eine Falle ist, vermutlich. Jawohl. Geht's eigentlich überhaupt runter? Das geht ja eigentlich noch. Tief ausgedacht, Haus. Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Siehst du irgendwas? Sehr organisch aus, würde ich behaupten. Ja. Machen wir nochmal einen Tick ein bisschen leiser, weil es doch ein bisschen zu laut ist, würde ich sagen. Auf 65, jawohl. Ein Karton, um das mit abzubauen. Ja, na dann. Ist ja nur nicht komisch, dass es herumschwebt. Eine Anomalie gibt.
das ist ein Ring. Halo, bist du's? Hey, na? Oh, verdammt, ist das verdammt wieder nochmal laut. Dusty, wach auf! Gehen mal davon aus, dass es viel zu laut eingestellt ist, oder? Ja, ganz entspannt eigentlich. Und selbst, wie geht's dir? Hey, komm schon. Komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental, abwarten. Ich hab... Weißt du, wer du bist? Ein Pärst, okay. Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Ja, du hast mir davon mal meinen Namen öfters gesagt. So, jetzt höre ich dich am besten. So, oder beziehungsweise kann der auf dem Chat. Ja, ich habe mal damals aktiv gestreamt, weil ich Arma 3 gestreamt habe. Und dann habe ich halt, wie gesagt, eine lange Pause gerade eingelegt, weil es bei mir momentan ein bisschen, sag ich mal, private Probleme gibt. Und da habe ich mir jetzt gesagt, komm, jetzt ist Starfield draußen, mach wieder mal ein bisschen Stream. Wie kommst du, dass du nicht RP bist? Wie kommst du, dass ich nicht RP bin? Jetzt bin ich gerade ein bisschen irgendwie, gerade irgendwie verwirrt. Ich bin doch von RP da. Hier eigentlich für vermutlich Vorlagen. Gibt es hier einen, der mal mir ein bisschen ähnlich aussieht? Also von der RP-Szene komme ich schon. Arma 3 Live. Nein, dass du jetzt nicht da on bist. Ich bin jetzt gerade komplett grad verwirrt in 10 Ebenen. Oder meinst du, dass ich jetzt gerade... Ich gehe davon aus, dass ich es weiß. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich vermute, du kommst... Ach Lu, du bist es! Boah, ich habe jemand anderen in Verdacht gehabt. Oh, sorry, ey, momentan ist bei mir Lebenskrise, kann man so sagen, momentan im Privaten. Deswegen bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen durch den Wind momentan oder sehr groß durch den Wind. Schaffe ich das? So, das ist an sich ganz entspannter Körpertyp. Oh Mann, ja, sorry, ich bin halt ein bisschen halb durch den Wind momentan ein bisschen. Was ist, wie sieht dann schwer? Och, du Heilige. Ach, du Heilige. Wenn schon, dann würde ich mich schon genau die goldene Mitte hier ansehen. Nee, meine Frage war vielleicht, verstehst du mich jetzt, wieso du jetzt noch nicht in RP online oder wo wir zocken? Also warum ich gerade nicht in GTA momentan online bin und warum wir gerade nicht zocken? Meinst du das? Oder bin ich immer noch geistig verwirrt? Also ja. Ja, das Problem ist halt, warum ich zum Beispiel, ich wollte einfach Starfield gerade spielen, es kam momentan raus, hatte ich irgendwie, freue mich schon drauf, und GTA habe ich jetzt irgendwie nicht in Sinn gehabt zu streamen, ich habe halt meistens halt Arma RP gestreamt und nicht GTA RP, weil, bei mir würde halt GTA RP nicht so interessant, glaube ich, sein, also gut, ich könnte natürlich Tank bei Frank streamen und so, wie das Leben da geht, ich könnte es mal probieren, kann es jetzt nicht, aber ich habe das jetzt noch nicht so wirklich als Ziel gehabt, weil ich an sich von der Arma 13 komme eigentlich, komplett anders. So, Hautfarbe haben wir, Kopfform. Ja, das kann man sagen, ein bisschen eckig. Haare, was ist so mein Style? Machen wir jetzt mal nicht komplett ähnlich wie ich mich selbst, aber ein bisschen. Absolut nicht meins. Nee. Wie viele Möglichkeiten hier, das ist unglaublich.
Hier wieder stundenlang wieder versitzen. So. Ja doch, das kann man so sehen, meine Haare. So. Irgendwo dunkelbraun. Wird zu schwarz, es wird zu weiß. Nee, verdammt. Das sieht grau aus. Auch grau aus. Dann hellbraun. Babam, ja, wir nehmen mal hellgrau hier. Was soll's? Bart habe ich. Bart brauche ich nicht. Der Typ gefällt mir absolut zero, muss man ehrlich sagen. Ja, verwerfen, ja. Immer das gleiche momentan echt, wenn man einen Charakter stellen muss, dann sitzt man echt Stunden dran. Ich hab Lars gefunden! Ich hab Lars gefunden! Das kannst du mir nicht sagen, oder? Das sieht doch 1:1 wie Lars aus. Ich muss es mal später mal Lars mal zeigen. Ich klipp's mir später noch mal raus. Boah, da sehe ich mich. So, dann nicht dünn, sondern ein bisschen so. Mask green und schick das mal. Hast du schon gemacht oder soll ich noch mal wechseln? Boah, das war einfach gerade zu götzlich. Zu göttlich momentan. Oh Mann, ich schicke da später echt so ein Dings. Mach ich. Das klipp mir mal später. So. Die Haare passt. Der Bart, Kopf ist eigentlich auch ganz wie meins. Haarfarbe auch. Bart, ich weiß nicht, gibt es noch andere Bärte so? Ja. Ja, doch, da sehe ich mich. So. Augenfarbe, das ist unglaublich. Jetzt wird es interessant. Also es ist Augenbrauen. Warum kann ich noch Augenbrauen anmelden? So, ich wollte doch die Augenfarbe da. Gibt's hier meine Augenfarbe? Safe. Nicht so ganz. Kann dir mal später mal zeigen, wie ich wirklich aussehe. Also ich kann dir mal ein Bild von mir mal schicken. Servus, Laura, du bist auch wieder da, das gibt's ja nicht. Grüß dich. Bist du mit Lukas wieder nicht am Ärgern? So. Auch grüne Augen. Gut, danke für dein Follow. Immer am Start, das gibt's ja nicht. So, ich habe grüne Augen, das ist mir wichtig. Stirn, gibt's da einen Namen mit Stirn? Auch nicht, nee. Ich würde sagen, ich habe eher schon eine größere Stirn. Das, ja, das sieht dann eher aus. Nase ist bei mir, glaube ich, auch ein Trick. Ach, nee, absolut nicht meins. Heilige, die werden ja immer schlimmer. Das sieht mal fein aus. Die Ohren sind eigentlich auch ganz fein. Und muss ich auch nichts verändern. Ja, warte. Da mache ich die dunkler. Aber es ist halt schwierig hier. Es gibt nicht so viele Haarfarben. Warte mal, ich zeig dir mal, welche es gibt. Die hier, die hier. Hier. Und das sieht noch angenehm noch braun aus. Das sieht nicht nach braun aus. Das ist schwarz. Sieht mehr nach grau aus, meiner Meinung nach. Das wäre doch ein bisschen so... Das könnte sogar noch, um ehrlich zu sein. Sieht aber so leicht rötlich aus, finde ich. Das ist eher schwarz. Komplett schwarz. Dann kommen hier bunte Haarfarben, aber so einer bin ich ja nicht. Ja, dann eher schwarz-grau, ja. Das hier eher dann. Oder? Oder das hier? Hm.
Abends. Mensch, ich könnte jetzt so einen Namen machen, wie so, weißt du, wie bei mir auf der Haut, am rechten Arm, aber hey, das wäre ein Ding. Krass. Ja, warte, ich schau mal gleich nach. Also es muss ja nicht 1:1 jetzt gleich sein. Jetzt übertreibt doch nicht. Aber wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. So, machen wir hier nochmal eine kleine Name, obwohl ich selbst eine kleine Name da ungefähr ein bisschen weiter oben habe. Die sieht man nur kaum. Innen meint es so ein bisschen weiter hoch. Mal schauen. Jetzt halt die Frage, wie hoch da. Das muss jetzt nicht 1:1 gleich sein. Sonst wird es hier nicht so gut. Piercing trage ich nicht. Kein Ding. So, was gibt's hier noch? Wangen. Ach Gott, es gibt hier noch mehr, was ich hier noch machen kann. Heilige. Schmuck. Ich wusste, dass du genau Schmuck sagst. Das ist unglaublich. Ich kann sogar Tattoos machen. Boah, da ist eine Katze. Wie cool. Eine Katze. Ein Raumanzug. Was haben die hier mit Katzen, bitte? Geht das nicht? Nee. Ist ein Dragon? Ja, ist ein Drache. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, das mit der Katze ist schon cool. Nein, da hier so. Ich würde nur die Ästhetik nur zerstören, aber ja. Ist aber cool, dass es möglich ist. So. Also soll ich nach deiner Meinung noch Schmuck aufsetzen, ja? Wäre aber nur das hier, glaube ich, einfach am besten. Sonst bin ich eigentlich, ehrlich gesagt, kein Fan davon. Bin ich hier wortwörtlich? Ja, nicht Gold als Schmuckfarbe, das ist schwarz. Ja, aber so am Ohr ist es okay hier, finde ich noch. So ein großer Fan bin ich aber jetzt auch nicht davon. Linke oder rechte Seite. Beide Seiten sind mir ein bisschen zu viel. Oder halt nur sowas Kleines hier nur. Aber es sieht nicht so geil aus, finde ich. Da sehe ich mich absolut rein gar nicht. Dass wir so richtig emo theoretisch gesehen wird, finde ich halt ein bisschen. Hier ist es halt am Nasen und nee, es ist massiv an der rechten, am rechten Ohr. Passt schon. Zähne. Oh. Da bleibe ich lieber bei 1. Ja, das sieht ganz entspannt aus. So, ja, das ist, glaube ich, ganz entspannt. So, Hintergrund. Was war ich denn da? Ach, du Heilige, was gibt's denn so Schönes? Türsteher, du hast in den übelsten Club dein Besiedlungssystem für Ordnung gesorgt. Damals hast du gelernt, dass sich die meisten nicht tödlichen Konfigurationen auf zweierlei Weise klären lässt. Mit einem starken rechten Haken oder mit einer streng gesicherten Tür. Ah ja, Standard-Skills, Boxen. Sicherheit, Fitness. Zombie-Olegie. Gurke, Sanitäter, Ronin. Von den Herrenlosen ungebunden hast du auf einer Reise durch die besiedelten Systeme deine Dienste angeboten. Für manche bist du bloß ein Söldner, für andere ein Held. Und für einen weniger ein ewiger Albtraum. Das finde ich 10 of 10. Professor Pilger. Cybertechnik. Kopfgeldjäger. Koch. Industrieller. Homesteader. Gangster, achso. Ja. All die Trottel, die sich ehrlich Lohn auftreiben, haben sich immer aufs Gewinn. Und sobald du alt genug warst, um eine Waffe zu halten, hast du dir genommen, was du dir wolltest, wenn andere was dagegen hatten. Kaffleger.
Seit einem Hitzkampf Laser meine ganz einfach, du bringst Acht gegen Bezahlung rasch ans Ziel. Das Leben kann schön sein. Imagine, das Leben kann schön sein. Ja. Lecker, Diplomat. Patenfehler. Merkwürdigerweise gibt es in den Akten keine Informationen über dein früheres Leben. Oha. Ist das ein Versäumnis des Verwaltungspersonals? Hat ein unbekannter Macht deine Daten gelöscht oder gab es nichts Erwähnenswertes? Imagine, nichts Erwähnenswertes. Hier steht, deine Vergangenheit kennst du. Wichtig sind dir hier nur jetzt und. Also, wichtig sind das hier und jetzt. Der Weg, den du einschlägst. Wohlbefinden, Ballistik, Fliegen. Cyberrunner. Von Neon bis New Atlanta stehen die Megaporn auf der Macht. Megacrops für die Macht. Beseitigen. Bestichen Profit. Boah, was ist denn heute los mit mir? Du hast heute viel genug für die Arbeit getan. Aber auf den Kreditaufwand. Was nehme ich denn? Es gibt hier so vieles hier. Also, was mich halt irgendwie ein bisschen interessiert, wäre halt in dem Sinne, wer einmal. Wie heißt das hier? Also dieser Ronin. Das wäre mega interessant. Halt Angriffe mit Nahkampf werden von vielen als vergessene Kunst angesehen. Von den meisten, die Künste ausgerichtet sind, oft tödlicher als Fernkämpfer. Bin halt eher so ein Fernkämpfer, muss ich ein bisschen sagen. Schleichen. Manche Kämpfen ist es extrem wichtiger als alles andere. Die Fähigkeit, sich entziehen, unbemerkt zu nähern, ist es mit einer Schallgänzpistole zu töten, ebenso flüchten lösen wie effektiv. Stimme ich vollkommen zu. Plündern, es gibt Leute, die finden einfach so gut wie alles. Ihr Erfolgsgeheimnis, sie wissen genau, wo man sie suchen muss. Das wäre halt ein Ding, was interessant klingen würde für mich. Frachtflieger wäre halt auch mein, finde ich auch nicht schlecht. Also da wäre es halt Gewichtsheber. Durch regelmäßig Krafttraining kann man deutlich mehr Waffen und Ausrüstung tragen, obwohl das halt auch auf dem Boden hat. Und an sich, wenn ich mir so mal gucke von der IP-Szene, wie ich komme, immer der Autofahrer, würde ich mich da sehen, nur dass es hier eher mit Fliegen zu tun hat. Fliegen. Als die Menschheit und nach immer weiter ins All vordrungen ist, ist die Zahl der Lizenzpiloten auf die verschiedene Art von Raumschiffen dramatisch gestiegen. Ballastischen Waffen sind. Es gab in der letzten Zeit zum richtigen Fortschritte im Bereich Bordwaffen, doch manchmal ist das einfachste Werkzeug auch das effektivste. Boah, recht hat er recht. Ich glaube, ich nehme einfach mal Frachtflieger. Ich glaube, da sehe ich mich ganz entspannt. So, dann gehen wir mal weiter auf die Merkmale. Ach du Heilige, ich kann das Spiel ja noch öfters durchspielen, wie als ich mir dachte. Arbeitgeber. Weltraum. Dein Körper hat sich ans Weltraum gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind dort erhöht, am Boden ist jedoch verringert. Kann nicht mit Terra Firma kombiniert werden. Universell erzogen. Du bist als Mitglied eines Santius-Universums aufgewachsen. Du erhältst im Santius-Universum New Atlanta Zugriff auf Spezialkisten voller Items. Du hältst aber den Zugriff auf dein Haus der Aufklärungskiste. Aus der Aufklärungskiste. Kann nicht mit einer anderen religiösen Eigenschaft kombiniert werden. Traumhaus. Ja, ich kann ja direkt hier als seriöser Typ starten. Du besitzt ein jüngstes individuelles Haus auf einem friedlichen Planet. Allerdings beträgt deine Hypothek bei der Ja, Bang 125 Credits. Oh Gott, da muss ich ja noch wöchentlich abbezahlen. Ist. Terra viermal. Du hast nie an das Weltall gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind am Boden erhöht. Im Weltall jeder Verringer. Kann nicht mit Weltraum kombiniert werden. Das macht ja auch Sinn. Was ist eigentlich Neonstraße? Neonstraße. Du bist in der Straße von Neon aufgewachsen. Mission in Neon weist zusätzlich die Look-Optionen und bessere Belohnungen auf. Bei Verbrechen sitzt eine andere Fraktion, aber ein starkes erhöhtes Kampfgeld aus. Kann nicht mit anderen Fraktionsmitgliedschaften kombiniert werden. Du bist ein geselliger Typ. Du bist ein